lustig. Alles klar. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier jetzt gerade an der Tour machen wollte. Achso, ich brauchte Holz. Ich glaube, da sieht jetzt gerade Mangelware aus bei mir. Ich habe gerade sehr viel Holz gefarmt. Naja, mir wäre gerade Eichenholz lieber. Ja, also Eichenholz. Nee, Birkenholz, dieses weiße. Achso, das weiße. Nee, das habe ich nicht. Nee. Ja, ist kein Problem. Ich habe hier oben meine Bäume. Ja, aber wenn du halt über alte Spiele reden willst, ich habe hier den ganzen Tisch voll mit der Scheiße. Oh. Kennst du noch Crash? Crash Bandicoot? Genau. Oh. Hab ich damals auf PS1 oder geraten. Hab ich damals auf PS1 oder PS2 gezockt? Oh. Ja, auf PS2 war es der Zorn des Cortex. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall haben wir halt immer Multiplayer gezockt. War total geil. Singleplayer, also auf PS1 war das bei mir Crash Bandicoot Warped, hieß es, glaube ich, ja. Das dürfte... das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Könnte das gewesen sein. Auf jeden Fall war auch irgendwie geil. Ja. Hatte einen richtig geilen Charme auch. Ja, klar. Auf jeden Fall. Immer dieses ganze Jump'n'Run und so. Der Shit. Ja. Oder zum Beispiel dieses Level, ich habe leider den Namen vergessen, von dem Mädchen, das man da auch spielen konnte. Ganz am Anfang da, das Level, wo man die chinesische Mauer entlang laufen musste. Boah, und über die Löcher hüpfen musste. Das ist schon zu lange her für mich. Ja, ich zock's halt ab und zu. Okay, warte mal. Kennst du noch Hugo? Wen? Hugo. Ich weiß nicht, ob da jemand wirklich noch was sagt, aber ich weiß nicht. Das ging damals bei uns, in der Familie war das bei uns ziemlich aktiv. Warte. Redest du über den Hund, den Geist? Worüber redest du? Troll. Nee, ich glaube nicht. Nee. Warte. Tja, das muss ich jetzt erstmal Facebooken. Ach nee, nicht Facebooken, Google. Das musst du erstmal Yahoo oder Dinge. Ja, genau. Das muss ich jetzt erstmal Gmailen. Haha. So. Nee, das muss erstmal. Was gibt's da noch? Ich hoffe, die Aufnahme wird jetzt einfach nicht unterbrochen hier. Oh, Hugo. Nee, nicht Hugo Boss. Hugo ist da, Boss. Tatsächlich. Ich wusste es doch. Was? Warte, ich schicke einen Link. Mach das. Da. Das sollte eigentlich reichen. Du kannst auch auf Hugo gehen. Ich leg noch schnell mein Holz in die Kiste. Ich weiß nicht, ob das wirklich geil war, das Spiel, aber ich weiß nicht, fand ich damals irgendwie cool. Er war halt auch so eins der älteren Spiele. Voll die schlechte Grafik. Und so wie ich das hier gerade sehe, kann man das Spiel sogar in einem Online-Browser zocken. Aber das kommt mir sehr bekannt vor. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das war cool. Du musstest dich ständig vor flüchten und so. Aber das kam mir so bekannt vor, dass ich es wahrscheinlich selber nie hab. Also nie hatte, ich hab's vielleicht bei jemandem angezockt. Ja, ich weiß nicht, das hatte ich damals von meinen Tante, Cousin, wie auch immer halt immer so... Weiß nicht, war damals einfach geil. Oder warte, erzähl. Hier, erinnerst du dich noch an Spy Fox? Spy Fox? Oder sagt mir auch was. Spy Fox, zum Beispiel Operation Milchkaktel oder wie das hieß. Oder... Oh. Kennst du das noch? Nee, ich glaube nicht. Warte, ich drop dir auch mal einen Link rein. Jetzt sehen die Leute gleich wieder die ganze Zeit mein Inventar. Ey, ich habe keine Richtung, Channel-Text-Nachrichten zu senden. Achso, ja, warte. Hab ich auch noch nie gesehen. Ja, hier hast du generell recht wenig Rechte. Das ist unendlich. So, damit solltest du zumindest mal ein bisschen mit deinem Recht haben. Geht immer noch nicht. Zockst du Daisy, Need for Speed oder... Ja, Daisy zock ich. So. Okay. Hast du jetzt Rechte? Ja. Okay. Ja, Leute, tut mir leid, dass ihr jetzt die ganze Zeit mit dem Inventar seht und den Regen im Hintergrund hört. Aber wir sind ja gerade ein bisschen im Nostalgie-Fieber. Wie bitte? Ich hab dir den Link reingeworfen. Ja, ich habe ihn schon angeklickt, aber mein Internet braucht ewig. Und so. Okay. Spy Fox. Das Milchkaktel. Oh Gott. Das Bild kommt mir auf jeden Fall noch bekannt vor, aber gezockt habe ich es nie. Nie gezockt? Ich fand das immer geil. Ich fand das immer geil. Ah, ich weiß noch, wie ich damals dran geglaubt habe, dass die... Alter, dieser Minecraft. Diese scheiß Regen, ne? Da geht mir voll auf die Eier. Mhm. Entschuldigung. Ja, ich weiß noch, wie ich damals immer dran geglaubt habe, dass... Ja, das ist mir schon hier zu langweilig. Ich weiß noch, wie ich damals immer dran geglaubt habe, dass man... Kennst du noch diese Ü-Ei-Werbung? Wo man so... Wo der Fernseher immer so geschwommen hat, so als wenn da so ein Regentropfen und der dann immer so gesagt hat, komm in unsere Welt oder so. Da habe ich immer... Hey, ernsthaft? Da klingt so wenn das wie so was. Und da habe ich immer gedacht, ich kann da immer so rein. Und dann hatte mein Vater das übelst lange für gebraucht, das Internet da ordentlich hinzukriegen. Und hat da rumexperimentiert mit dem Code von den Teilen. Hat das einfach nicht hingekriegt. Ich war schon einmal traurig und habe die ganze Zeit auf den Bildschirm getippt, um zu gucken, ob ich nicht vielleicht doch da reinkomme. Es ist total behindert, aber es ist total geil irgendwie. Dann war halt, weiß ich nicht, kindlicher Leichtglaube. Mhm. Genauso wie das, genauso wie das dieses Fruchtzwerge gesund ist. Genau. Oh Gott. Kennst du dieses... Oh Mann, dieses hier mit dem... Ah. Oh, ruckel, ruckel. Okay, 60. Auch RTL, Mensch. Hier... Oh, ne, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Mit hier Kindermilch ist gut und so, ist gesund. Ich glaub nicht. Ah, nee. Ich komme auf jeden Fall jetzt nicht drauf, scheiße. Kindermilch? Das ist nur scheiße. Ja, das ist so eine Art. Ja. Ja, das könnte ich genauso sagen. Ja, kennst du diese eine Werbung da noch? Diese eine da, die immer in dem Fernseher lief? Ja, weißt du noch, diese eine Werbung? Das war keine Werbung. Das ist halt schön. Das lief auf RTL, das Video gibt halt auch noch auf YouTube und alles. Kinder... Oh Mensch, ich weiß nicht. Ich kann halt gerade nicht sagen. Das ist auch schon ein bisschen her, aber das ist auch nicht so lange her. Das müsste irgendwann letztes oder vorletztes Jahr gewesen sein, glaube ich. Mhm. Schön behindert. Haben sie schön alle drüber lustig gemacht. Oder kennst du noch Lord of the Weed? Mhm. Das heute sind ja auch nicht, ne? Aber... Oh. Ja, das kenne ich noch. Zumindest die erste Folge war geil. Gott, aber geguckt habe ich das nie. Also eigentlich nie. Ah. Vielleicht irgendwann mal kurz, aber ne. Ich fand's irgendwie lustig. Wow! Dieses... Ah, oder kennst du so eine Bambi-Verarsche? Was ist eine Verarsche? Bambi-Verarsche. Gott. Nee, das geht bei uns so ein bisschen rum hier. Beziehungsweise ging letztes Jahr schon so rum. Ah, nee. Oder Dingens, hattest du eigentlich immer PlayStation 1 und 2 oder... 1 und 2, ja. Weil die zweite ging irgendwann kaputt und die erste wurde halt irgendwann aussortiert. Und die 3? Noch nie. Ah. Wie bei mir. Money. bei mir war es zum Beispiel so, die PS1, als wir die das erste Mal hatten, also nach der Gamecube, als wir die PS1 hatten, ja. Die hatte irgendwie Probleme mit dem scheiß Motor, den die scheiß CD... Alles ist scheiße. Der die CD drehen sollte und der war irgendwie defekt oder so. Hat immer zu stark aufgedreht, dass die CD kurz vorm... Das sah so aus, ob das Ding gleich abheben würde. Und ziemlich oft zur Reparatur geschickt. Dann endlich haben wir irgendwann das Geld zurückbekommen und haben uns dann direkt, als die PS2 rauskam, direkt als sie rausgekommen ist, war ich jetzt der Erste bei mir im Kindergarten oder in der Grundschule, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube Grundschule war das. Grundschule, der eine PS2 hatte. Und zwar direkt im Package mit Gran Turismo 3. Oh, wir hatten... Meine Eltern haben damals zu Weihnachten noch, das weiß ich ganz genau, die PS2 geholt. Ja, und wir haben eigentlich nicht so viel Geld, dass für so einen Schnickschnack, ne? Und dann, weiß ich nicht, Alter, wir haben uns gefreut wie Bolle, Alter. Nee, gar nicht. Die PS2 mit Need for Speed Underground drin. Oh Gott. Oh, göttlich, Alter. Das war das Geilste überhaupt. Richtig, das weiß ich noch. Meine Mutter hat das sogar noch gezockt, ja. Meine Mutter kommt damit ja eigentlich gar nicht klar. Und wir haben dann halt dieses... Oh, Mann. Nee. Das war voll geil. Meine Mutter hat kaum gezockt. Den meisten Teil hat mein Bruder gemacht. Underground 2, das war halt noch so... Na gut, den Teil, den kannst du halt... Du konntest halt zwischendrin ja auch noch die Strecken so leicht, mittelschwer. Und ja. Demnach... hast du bestimmt auch schon gezockt, ne? Underground 2. Ich so. Hab das alles für PC natürlich. Auch Most Wanted und den ganzen Scheiß und Porsche hab ich auch noch. Oh Gott, Most Wanted war auch geil. Haben wir ja, aber ich meine schon das alte, nicht diesen neuen Scheiß. Ja, ja, nee, das neue haben wir auch nicht. Nee, damals das erste Mal, glaube ich, gezockt auf meinen Bruder seinen PC, auf meinen größten Bruder seinen PC halt. Und dann nachher haben wir uns das nochmal für PS2 geholt und haben es halt da auch noch gezockt. War geil. Aber Underground war eindeutig besser. Underground-Überschrift einfach nichts. Ja, bei Underground 2, also Underground ist halt wie bei GTA San Andreas, ist die Musik immer so geil. Ja. Einfach nur so voll Ghetto-like, einfach nur total wild eigentlich, ja, aber ich weiß nicht, normalerweise höre ich ja so eine Musik nicht, aber scheiß drauf. Der passt hier einfach. Ja. Ah, dann werde ich mal ein bisschen Dirt verkaufen, wa? Oder damals so alle die Pro-Tuner, die ganze Motorenscheiße und die Reifen und Tieferlegung. Ja, du hast ja wenigstens noch so eine Hälfte gekriegt und dein Auto wurde danach noch Optik beurteilt. Oh, ja. Das hast ja mittlerweile nicht mehr so eine Scheiße. War voll geil. Oder früher... Das vermisse ich. Vor allem das Größte, was ich vermisse, ist Drift. Ja? Das ist das Drift, das ist das Größte, was ich vermisse. Ja? Beziehungsweise auch im Most Wanted und so vermisst habe. Drift war einfach geil. Mhm. Na. Oder Runden-K.O. Glaube ich, gab es irgendwann auch nicht mehr. Drift gibt es in Shift 2 Unleashed. Ja? So kann sein. So kann sein. Aber das Problem ist bei Shift 2 Unleashed, ich zocke ja auf dem PC mit Tastatur und nicht mit Joystick oder so. Ja. Und da kannst du schlecht driften oder so. Ja, deswegen haben wir halt... Jetzt bellt ein Hund draußen. Ja, das haben wir halt damals halt auch noch auf PS2 gezockt, wie gesagt. Und war halt einfach geil. Ich meine, Alter, einfach nur dieses Underground-Feeling war schon einfach mega fett, ne? Mhm. Das ist einfach, die Musik... Ja, das war voll die Ausnahme, dass man da Hip-Hop und sowas gehört hatte. Ja. Das war richtig. Allotrix, nicht dein Ernst. Hatten wir Thema nicht vorhin erst. Neben mir steht gerade Allotrix und haut auf das Dirt-Schild mit drauf. Okay. Guckt mich doof an. Jetzt habe ich Black Screen. Weil er mit seinen schwarzen Schädel in mich drin steht. Achso, ich dachte, dein PC ist... Dein Minecraft ist abgefuckt oder so. Nö. Ich habe noch 300 GB frei. Außerdem habe ich mittlerweile ein ordentliches Minecraft-Texturenpack drin. Ist mir letztens abgeschmiert, als ich immer aufs Wachs gewechselt habe. Oh, wie viele Dirt habe ich denn noch? Oh, Mann. Kriegst du auch nicht gerade viel. $10 für einen Stack, ne? Ja, aber ich komme auf mehr als genug Geld eigentlich. Oh, ein bisschen was schaffe ich. Ich meine, wenn ich da unten ich habe das ganze Inventar gerade voll gehabt mit Dirt, weißt du, und wenn du da unten aushebst und gerade mal fein so ein Teil da ein Inventar voll mit Dirt hast, dann kommst du schon mal auf ein bisschen was an Geld. Ja. Meinst du mir so ein bisschen was? What the fuck? Dankeschön. Ja, ich mache das eigentlich immer bei Freunden. Okay. Immer wenn ich ungerade Summen habe, dann gebe ich das immer denen, dass ich eine gerade Zahl habe, sieht dann schön aus. Wie viel hast du noch? Äh 17,5. Alles klar. 1000. Ja, habe ich mir irgendwie so gedacht. Mhm. zocken, denn